Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, etwas zu tun, um deine Träume wahr werden zu lassen. Mit diesem Gedanken bin ich mit Dachzelt auf dem Weg nach Nordschweden. Sieht echt gigantisch aus hier. Ich weiß nicht, wie man das so wahrnehmen kann über die Kamera, aber es wirkt wahnsinnig. Richtig, richtig schön. Und jetzt gehe ich auch mal ein Stückchen vor. Oder? Wahnsinn. Beim Sonnenbrand am Kopf dachte ich mir, wir brauchen ein bisschen Wasser. Das Schade ist nur, dass wir im Prinzip nach unten kommen. Ich glaube, was der Daniel einfach sagen möchte, ist, hier ist die Natur so bombastisch. Normalerweise bräuchten wir ein halbes Jahr oder so, um alles ausführlich hier uns anzuschauen. Und es ist wirklich sehenswert. Und vielleicht irgendwann mal in der Rente oder so, mache ich das. Mal gucken. Ja, das sind jetzt Motorräder aus der DDR, NSU oder was sind das? NSU. Baujahr 1960. Baujahr 1960. Ja. Du nimmst du aus. Ja, ja. Danke. Echt toll. Und wohin geht's denn? Ja, wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen eigentlich zum Nordkap, aber es wird natürlich nicht klappen. Ja, wollen wir auch machen. Ja, aber wir fahren, sobald wir kommen und dann fahren wir. Okay. Gute Fahrt. Ja, danke. Bitte. Sag mal, wie viel Grad wir es ungefähr jetzt hier haben. Wir sind bei 24 Grad. Die Sonne brennt wie ein Vulkan. Also wirklich, wir schmelzen. Und du hast irgendwo den Schnee her. Da liegt noch Schnee. Da liegt noch Schnee. Dann war es hier noch ein paar Tagen richtig kalt. Im Prinzip ja. Also wir haben richtig Glück. Die Einheimischen sagen ja, wir hätten nicht vor einer Woche hier sein sollen. Wahnsinn, oder? Hammerhart. Unglaublich. Wahnsinn. Hallöchen, wir haben den Zwischenstopp gemacht, kurz vor unserem nächsten abendlichen Halt am Polarkreis. Wir stehen hier am nördlichen Polarkreis, der durch Schweden geht. Ab dem Punkt hier, wir hatten es ja bis jetzt die Nächte immer recht hell
Aber ab dem Punkt hier könnte es vorkommen, je nachdem wie weit die Mitternachtssonne mittlerweile vorangeschritten ist, dass wir sogar die Sonne selbst die ganze Nacht über sehen und scheinen haben. Das heißt nicht nur hell, sondern wirklich mit Sonne. Ja. Was ich aber an den Temperaturen nicht feststellen kann, dass hier der Polarkreis ist. Ja, wahnsinnig warm, ne? Ich glaube, wir haben immer noch 26 Grad oder so. Ja, 26 Grad. Wahnsinn, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also wie der Daniel gesagt hat, hier haben wir 26 Grad, es ist heiß, in den Autos laufen die Klimaanlagen, die wir fahren. Und ab hier soll dann die Sonne gar nicht mehr untergehen. Schauen wir mal, wie wir das aushalten in unseren Dachzelten. Aber das kriegen wir hin, wir machen dann überall die Löcher auf und dann zieht es durch. Das passt, ist ja eine Klimaanlage in Dachzelten mit eingebaut. So, jetzt laufen wir wieder zurück und fahren unseren heutabigen Rastmöglichkeit an. Da sitzt man nun, ne? Nach dem Abendbrot. Beide gechillt. Gesättigt. Ja. Ein Bierchen getrunken hat der Murat auch, sogar zwei. Nur der Murat? Ja, weil du trinkst ja kein Bier, ne? Richtig. Genau. Und hier bin ich ja schon wieder am Rendern. Wie ihr sehen könnt. Hier für euch. Alles nur für euch. Ja, aber schöne Unterhaltung hier. Und die Sonne, die nie untergeht. Ja. Das haben wir, ne? Fühlt sich an wie so ein nicht endender Abend. Heute wieder 340? Ja, genau. Sowas rum, gell? Kilometer. Ja. Langsam, leichte Erschöpfung. Ja, so langsam ist Autofahren nervig. Ja. Wir freuen uns mal, wenn wir zwei Tage nicht müssten, oder? Da wir wissen, dass morgen der letzte Tag ist, passt das schon. Das passt schon, ja. Morgen ist nochmal knappe 290, 300. Genau. Und dann sind wir durch. Laufen wir ein Stückchen zusammen vor, während er das hier macht. Dann können wir uns ja die Sonne mal anschauen. Ja. Ja, so muss das sein, Leute. Murat vloggt. So dreckig. So muss das sein. So sieht das hier aus. Mein Gott. Das Auto könnte eine Wäsche gebrauchen, aber wir sind ja unterwegs. Da darf es ja auch dreckig sein. Übrigens sind wir schon hier wieder angekommen. Das ist die Aussicht. Da hinten ist auch noch ein Platz, wo wir Feuer machen können. Da sind auch welche aus Deutschland da. Tun wir natürlich wahrscheinlich mal nachher mal kennenlernen, ansprechen. Und wir gehen danach auch ins Wasser. Schön waschen. Ja, Leute. Es ist jetzt genau 21.21 Uhr. Und ich glaube, das ist der tiefste Punkt der Sonne heute Abend bei uns hier im Norden. Ab da wird sie dann anfangen, hier so wieder hochzugehen. Ja, es wird heute nicht mehr dunkler, wie ihr sehen könnt. 22 Uhr, glaube ich. 22 Uhr. Ich glaube, 21.53 Uhr. Und ihr seht, wie die Sonne steht. Deine Theorie ist? Als wir gekommen sind, stand sie ja weiter links. Mhm. Aber ungefähr genauso hoch. Ich habe das Gefühl, sie geht nur noch seitlich. Oder zumindest ganz minimal runter, aber seitlich. Sie wird noch so einen ganz kleinen Bogen nach unten machen. Okay. Und dann wahrscheinlich so an der Baumspitze etwa in der Richtung. Mhm. Ich denke mal so gegen 12, 1 Uhr. Langsam wieder nach oben gehen, bis wir dann im Prinzip da irgendwo Richtung Osten anfängt wieder zu steigen. Denke ich mal. Also das würde zumindest erklären, wieso es nur noch seitlich geht und nicht mehr untergeht. Ne? Okay. Glaube ich, denke ich. Also so ähnlich wie der Daniel sehe ich es nämlich auch. Ich glaube nicht, dass es noch viel dunkler wird, dass vielleicht die Sonne noch ein bisschen runtergeht. Vielleicht auf der Höhe von den Bäumen dann wieder anfängt, einen Bogen nach oben zu machen. Glaube ich. So sehe ich das. Jetzt mache ich noch mal ein paar Fotos für euch. Ja, und wir werden nachher noch mal berichten. Ich komme nachher noch mal. Wir bleiben noch mal ein bisschen wach und sind gespannt, wie sich es entwickelt. Wobei, was man natürlich feststellen muss, ist, seitdem wir hier sind und obwohl sie im Prinzip sich nur seitlich bewegt, es wird kühler. Sie ist permanent da, aber man merkt, dass die Wärme im Prinzip weggeht. Aber vor der Sonne, jetzt gerade, ist mir wieder warm. Ja, man spürt wieder Wärmestrahl, aber es reicht nur ein klitzekleiner Baum und der Schatten ist ultra kalt, also im Vergleich zu hier vorne. Ne? Ja, genau. Aber man merkt auch, wie gesagt, dass sie, obwohl sie da ist, es eben kälter wird. Und das ist schon wieder sehr faszinierend. Ja, finde ich auch. Aber vielleicht sind wir einfach noch nicht gebildet genug, um das zu verstehen. Ja. Der Fall ist. Man geht hier automatisch spät ins Bett, weil man halt immer hell hat. Und so sieht's aus. Ich sitze gerade auf einem Dachzelt, ziehe gerade meine Schuhe an. Hier, aber jetzt guck mal.
Kann man lassen, ne? Good morning. Good morning. So, ich war jetzt mal im Fluss, schnell duschen, waschen, Haare waschen. Ja, der Daniel setzt heute mal aus, der braucht es heute nicht unbedingt. Nein. Nein. Ja, ist ein bisschen kalt, Aber sonst alles okay. Wir sind hier wieder am Vorbereiten vom Frühstück. Heute ist definitiv ja, unser Ziel vor Augen mit 300, 350 Kilometer. Dann sind wir im Abisko angelangt und haben den nördlichsten Punkt, den wir geplant haben, erreicht. Ja. Ich war schon im Fluss, habe mich gewaschen, ist ja, schon kalt. Daniel setzt heute mal aus mit dem Fluss, das ist ihm dann zu heftig. Ja, ich war auch nur 3 Minuten oder so, 3-4 Minuten Haar gewaschen, ja, Oberkörper ein paar Mal getaucht und ja, das reicht meistens schon. So, jetzt machen wir uns hier gemütlich Kaffee, Frühstück und dann geht's weiter. Denn auch wenn wir die Schnauze voll haben, langsam vom Auto fahren. Wir haben ja noch 300 Kilometer bis zum Abisko Park, wo wir hin wollten. Wenn wir da noch rauskriegen, dass wir irgendwie nach Norwegen rüberkommen, egal unter welchen Auflagen, nur wenn es nur für 24 Stunden ist, dann fahren wir noch die 600 Kilometer bis zur Kugel ans Nordkap. Nur um sie anzufassen, einmal. Okay. Ja? Alles klar. Ich nehme dich beim Wort. Okay, bin dabei. Ja, Leute, ich sitze hier auf meinem Campingstuhl, ein paar Meter vom See entfernt. Da drüben kann man auch in den See reingehen, da werde ich jetzt gleich hinlaufen, trinke nochmal gemütlich meinen Kaffee. Ja, so in einer halben Stunde wollen wir aufbrechen, heute nochmal 3-4 Stunden Autofahrt und dann sind wir wirklich an unserem Ziel angelangt. Hier auf der rechten Seite, ja, meine Powerbank immer noch am Laden, ja, mit der Sonne hier, die fast nie untergeht, haben wir echt wirklich ja, mit Solarpanels das Beste, was man eigentlich machen kann. Ich habe permanent genug Strom. Ich könnte jetzt wirklich auch wochenlang auf einen Campingplatz verzichten. Ich habe mein Wasser da, ich habe meinen Wasserfilter da. Wir haben überall Wasser, was man kochen und filtern kann und danach trinken und benutzen kann. Wirklich perfekt. Alles, ja, was man braucht eigentlich, hat man ja dabei. Und so viel braucht man ja im Leben eigentlich gar nicht, wie sich so manche Leute immer einbilden. Ja Leute, ich werde jetzt mal hier meine Lieblingsbeschäftigung machen, mein Dachzelt zusammenbauen. Lieblingsbeschäftigung. Naja, es ist echt schön und wir sind 2 Stunden zu spät dran, aber wir haben ja Urlaub. Daniel lacht. Ich baue das Ding zusammen und dann geht's los. Die letzten 350 Kilometer warten auf uns. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act. Ja Leute, es ist mir gelungen, gerade da eben den ersten Elch fotografiert und gefilmt. Ja, der erste, der uns jetzt da drüben steht da noch, ich weiß nicht, ob man sehen kann, den juckt es gar nicht, dass hier Menschen sind. Und ja, jetzt habe ich endlich mein Zoom-Objektiv eben nutzen können und es hat wirklich was jetzt gebracht, das Ding zu kaufen. Die Investition hat sich gelohnt. Ich habe dieses Rentier oder den Elch halt fotografieren können. Ja, mein erster und das war ja einer meiner Ziele, die ich hier hatte
und abgehakt. Cool. Ja, da stehen sie. In freier Natur. Da scheint das Weiblein zu sein. Ja, da steht er. Einfach so. Ja, ein bisschen peinlich, Leute, aber ja, es sind keine Elche, es sind Rentiere, ich weiß. Ja, Elche würde ich wahrscheinlicherweise sehen und ich werde sie wahrscheinlicherweise auch sofort erkennen, da sie viel, viel größer sind. Ja, aber gut, so bin ich halt, authentisch. Ich könnte jetzt auch alles löschen, mache ich aber nicht. Ich habe echt erst gedacht, wow, das sind sie, das sind sie, das sind Elche. Hab mich so gefreut. Naja, trotzdem, ich werde noch Elche sehen. Ich spüre es. Everything has lost its taste. Ooh. Ja, wir sind keine 150 Meter, Kilometer mehr von ja, Abisko entfernt. Wir machen hier aber nochmal eine kurze Pause. Wir sind hier im Naturreservat hier bei Kaitum. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Kaitum. Und ja, hier ist so ein schöner Platz, wo sich anbietet. 26 Grad, leicht bewölkt, oder wenn man überhaupt bewölkt sagen kann. Es brennt wieder. Gott sei Dank haben unsere Autos Klimaanlagen. Ja, Wunder der Technik. Wir werden uns da hinpflanzen und ein kleines Päuschen machen. Ich laufe auch ein bisschen, weil die Beine brauchen Bewegung. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage, auf die Wanderungen in Abisko Naturreservat. Ja, und ja, wir werden es hier einfach genießen. Ihr wisst, wo wir sind, also in Kaitum, ja, wird so geschrieben, wie man es ausspricht. Und ja, schaut einfach mal, wie weit wir im Norden schon sind. So, wir machen gerade hier eine Pause, da stehen unsere Autos. Ja, hier ist eine Hotelanlage, typisch schwedisch, rot-weiß alles. Hier WC-Anlage, Frischwasser auffüllen, tue ich jetzt auch gleich. Ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel Wasser verbraucht, aber lieber haben wir ganzen Kanister voll wie nur einen halben. Und, ja, und du hast jetzt gerade gesagt, die WC-Anlagen total sauber. Ja, total top. Und alles kostenlos. Ja. Ja, muss man echt sagen. Schaut mal. Richtig toll. Oh je, der arme Daniel. Schaut ihn doch mal an. Wir sind 500, 600 Kilometer von Nordkap entfernt. Ja. Der Daniel kämpft hier mit der Sonne. Aber sowas von. Zack. Sag mal die Arme, total verbrannte Arme, alles, Kerl. Alles verbrannt, ey. Ja. Und der Türke hier? Gar nichts. Alles cool. Oh Mann. Das ist noch Schnee, was hier am Ufer liegt. Ich und Daniel spekulieren, dass hier noch vor kurzer Zeit so viel Schnee gelegen haben muss, dass immer noch Schnee übrig ist. Und wir haben jetzt gerade 26 Grad, Leute. 26 Grad und wir haben hier immer noch Schnee. Also links von mir, wie ihr sehen könnt, ist ein See und der See ist vereist. Wir haben es 21 Grad Temperatur draußen, wir haben aber noch Eis auf dem See. Der komplette See ist voller Eis, obwohl es draußen sommerliche Temperaturen hat. Wahnsinn. Also es ist echt ein Spektakel. Wahnsinn, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben wirklich Sommer, wir haben Sonnenbrand. Daniel muss sich permanent eincremen, weil ihm alles wehtut. Und hier sind wir jetzt wieder Richtung Norwegen. Und wir haben den See voller Eis. Nicht zu glauben. Bei sommerlichen 21 Grad, da drüben ist auch noch ein See. Da drüben ist Abisko. Wir sind gleich da, wir sind gleich dort, wo wir seit über ein halbes Jahr oder 8 Monate lang planen, hinzukommen. Eigentlich war es ja Norwegen Nordkap, aber jetzt ist es halt hier. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal hier an. Das ist hier so geil und es ist nicht kalt. Also ich bin in kurzer Hose und mit T-Shirt und mir ist warm. Aber schaut euch mal diese Aussicht an. So heftig. Gar nicht, keine Ahnung, wie es rüberkommt, aber Hammer. Und die Sonne geht eh nicht unter, von dem her, lassen wir es mal.
Wow, und der LKW-Fahrer hier mit der schönsten Aussicht schläft einfach hier. Ja, Leute, wir sind jetzt hier in Abisko angekommen. Hatte ich ja mit der großen Kamera schon angekündigt. Da hinter mir sitzt der liebe Daniel. Wir haben gut gegessen. Und da wir jetzt schon eine Woche Auto fahren und kaum Bewegung haben, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt heute Abend wenigstens einen kleinen Spaziergang machen. Ja, weil wir auch jetzt gut gegessen haben und machen das jetzt auch. Ich nehme mal die Pocket 2 mit. Für alle Fälle kann ja sein, dass irgendwas Tolles ist, und da möchte ich natürlich euch dabei haben. So, wir lassen unsere Dachzelte hier zugemacht, Autos zugeschlossen, mal alleine. Aber hier ist so wenig los. Wir sind mal guter Dinge, dass man das hier so auch machen kann. So, kommt mit. Wir haben jetzt beim Laufen und beim Herfahren schon solche Häuser hier entdeckt. Solche, seht ihr das da hinten? So kleine Hexenhäuser mit sehr viel Holz vor der Haustür. Ja, wir vermuten so Kleinfamilien oder ja. Sowas, ja, oder? Die sind ja 5x2, 5x2, 5x3 Meter groß. Ja, wirklich kleine. Aber ganz viele Häuschen, davon. Ja, genau. Ganz viele davon, ja. Wie er sagt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hier zum See. Ich drehe mal die Kamera um, dass ihr mal sehen könnt. Ich weiß nicht, wie gut die Pocket 2 das einfängt. Einfach brutal. Wahnsinn. Da muss ich dazu sagen, auf der anderen Seite, wo der Berg anfängt. Ja. Da haben wir eine Breite von 11 bis 12 Kilometern, was das hier angeht. Mhm. Und wir sehen halt alles Eis. Es ist im Prinzip klar, ein paar Flächen sind ein bisschen aufgeschmolzen. Aber ich verstehe das nicht. Wir haben seit einer Woche Temperaturen in Richtung 30 Grad. Warum das alles hier noch alles voller Schnee und Eis ist? Ja. Und wenn man hier schaut, wie die Menschen hier bauen, das ist wie bei uns in Schwarzwald, nur alles viel, viel kleiner. Ziemlich hohe Dach. Das ist einfach dafür, damit der Schnee schneller runterkommt, dass er nicht so lange bleibt. Und so sehen die kleinen Häuser aus. Dann schnuckelig sind sie ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind es Ferienhäuser vielleicht? Vielleicht. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Da sehen alle definitiv ungewohnt aus, ne? Ja. Schaut euch das mal an. Wie gigantisch. Boah. Wahnsinn. Und wie gesagt, es ist alles Eis. Also das ist, also wäre der Winter gestern noch hier gewesen. Ja, Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wir laufen noch mit kurzen, also ich jetzt zumindest, wir haben uns eben umgezogen. Aber ja, ich habe mich auch nur umgezogen, weil ich nachher vielleicht ins Bett will. Aber selbst und mit T-Shirt kann man noch rumlaufen. Wir haben jetzt immer noch, glaube ich, 16 Grad. Ja, ja. Also das ist unfassbar. Ja. Also wir hatten mit anderen Temperaturen und Zuständen hier gerechnet. Ja, also ja. Du hast ja einen ganz hochwertigen Schlafsack extra gekauft, weil du Angst hattest, du könntest hier frieren, ne? Ja, ja, ich musste ihn schon die letzten Tage auseinandernehmen, mehrere Schichten ausbauen, weil es alles permanent zu warm ist. Das ist Wahnsinn. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber beim zweiten Mal hinschauen, erst habe ich gedacht, das sind Fahrradwohnwegen von René Kircher oder Kircher, ja, genau. Und jetzt sehen wir das, die haben so Schlitten, die sind für den Winter sind die gedacht. Wahrscheinlich werden sie an so Snowboards. Ja,
Jetskis. Jetskis oder Snowskis. Snowmobile, genau. Die ja vorhin reihenweise per Anhänger weggefahren wurden. Ja, genau. Also die haben die vor ein paar Tagen noch benutzt. Kann ich mir vorstellen, das fährt dann mit dem Teil raus, heizt da drinnen und kann bei ein, zwei Tagen überleben. Oder sowas. Also ja, meine Fantasie dreht wieder durch. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, und hier, ja, für, keine Ahnung, für was das Lager hier ist. Abisko Hafen sind wir jetzt. Ja. Ich lasse mal jetzt die Kamera laufen. Dann nehme ich euch mal mit. Ja, da sind sie. Komm, wir gehen mal hin. So, hier haben wir so ein Skido-Marke. Aber so ein Snowmobil mit so einem Anhänger. Lustig. Und das sieht aus, das noch gut benutzt. Ja, also da sind ja noch Spuren auf dem Boden, wie ihr sehen könnt. Und wir haben die Theorie, dass hier noch vor ein paar Tagen die Dinger im Einsatz waren. Ja. So, und schaut mal, die Sonne. Ich will euch nur mal sagen, wie viel Uhr wir haben. Es ist gerade, ja, 22.15 Uhr. Ich guck mal auf die Watch, ihr könnt es glaube ich sehen. 22.15 Uhr und die Sonne, ja, die brennt immer noch. Und ihr seht hier die Eisfläche, wir gehen aber jetzt noch zum Hafen. Oh Mann, schaut euch das hier mal an. Es ist der helle Wahnsinn. Helle Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt mit Wörtern euch hier irgendwie erzählen können, wie das auf einen wirkt, wenn man wie wir aus Schwarzwald oder ja, aus Mitte Deutschland kommen und dann sowas ganz anderes sehen. Für die Einheimischen ist das natürlich ja, nichts Besonderes. Aber für uns ist es halt gigantisch. Hier, Abisko, ja, Aktivist in Abisko. Gut, dass wir noch einen Tag hier sind. Wow, schaut euch das hier an. Wahnsinn. Warte, ich nehme noch mein iPhone, mache ein Foto von dir. Wahnsinn. Schaut euch das an, Leute. Einfach nicht zu glauben, wie schön. Schaut euch das mal an, Leute, wie das hier aussieht. Wahnsinn, wir sind hier am Hafen von Abisko und das gefrorene Wasser und die Berge, einfach gigantisch, wunderschön. Das Wasser ist so glasklar. Wahnsinn, und die Spiegelung im Wasser. Hier muss man auch nichts mit dem Color Grading oder so machen. Man hat hier einfach bombastisches Licht. Da oben irgendwo stehen wir. Wir sind jetzt hier wirklich keine 15 Minuten gelaufen, Leute. Und schaut euch das hier mal an. Hammermäßig. Schau mal, die Sonne geht weiterhin nicht unter. Der Daniel chillt hier. Ja, und die Farben sind nicht gegradet. Das sind die Originalfarben vom iPhone. Wir haben nichts gemacht. Die ist bombastisch. Ich bin morgen Abend hier mit meiner Kamera, mit meinem Stativ. Da kommen noch einige Bilder zustande. So Leute, es ist jetzt genau 23.03 Uhr. Wir haben also 23.03 Uhr. Und ich gehe mal davon aus, die Sonne, die bleibt da. Die wird nicht mehr tiefer gehen. Ja, und so sieht es hier aus. Kann man aushalten. Die Farben sind bombastisch, nichts gegradet, alles original, out of cam. Ja Leute, ich und der Daniel haben jetzt genug von hier. Was heißt hier genug? Wir könnten hier noch länger bleiben, aber wir haben es jetzt bei der Sonne, 23.10 Uhr mittlerweile ungefähr. Und wir laufen jetzt zurück, weil wir sollten ja auch ein bisschen schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber morgen Abend kommen wir auf jeden Fall nochmal hierher. Da habe ich auch zum Daniel gesagt, da nehme ich auf jeden Fall meine große Kamera mit. Vielleicht sogar eine Drohne. Mal schauen. Muss mich nochmal informieren, ob das hier arg schlimm ist, wenn man hier ein bisschen Drohne fliegt. Mal schauen.
Wir werden es morgen sehen. Und hier der Daniel, der möchte einfach wieder hoch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich sage auch mal gute Nacht. Bis morgen, Leute. Ciao, ciao.